Wow! Willkommen zurück im Dorf bei Resident Evil 4. Oh, im letzten Part, in den letzten beiden Parts haben wir schon so viele Leute den Schädel hier spalten, ey! Aber alles für einen guten Zweck, nicht wahr? Außerdem sind die ja böse. So, was ist denn das da? Da hockt doch einer. Ne, was ist denn das? Doch, das ist irgendwas. Ist das ein Hund? Guck mal. Ist das der Hund, den wir befreit haben? Hm? Kleiner Wuffi! Hm, anscheinend schon. So, warum ist hier so leuchtet? Ein Ei. Man kann die Hühner, man braucht die nicht erschießen, man kann die nur einfach erschrecken. Da legen die vor Schreck nämlich ein Ei. So. Was haben wir hier? Wasser? Okay. Eine Kuh immer noch. Und was ist denn das hier? Ich fasse es nicht. Das sind lauter Leichen. Ihh, guck mal. Ey, da richtig in dieser Blutlache rumgeschwommen. Ihr versteht schon, oder? So, was haben wir hier? Hier ist nur stinkende Jauche. Mann, ey. Das 20. Jahrhundert soll bei denen mal ankommen. Ah, da fällt mir ein. Genau, Leute, wir wollten in diesem Part die 7 Medaillen sammeln. So, haben wir schon mal eine von 15. Wir haben im letzten Part durch den coolen blauen Zettel erfahren, dass es wohl hier auf dem Bauernhof 7 Stück gibt. Und die holen wir uns jetzt einfach mal. So, die zweite. Und da oben ist einer. Den kann man wohl sehen. Da ist auch einer. Scheiße. So, da oben ist die dritte. So, okay. Haben wir schon mal 3. Was sonst denn irgendwas? Ne, Kühe. Und ja, man kann die Kühe auch töten, aber irgendwie jetzt nicht so Lust drauf. Ich habe keine Lust, mich hier als Tierquäler beschimpfen zu lassen, nur weil ich eine Kuh töte. Okay, ich habe einen Huhn erschossen, aber das ist was anderes. So. 3 Medaillen haben wir. Hier gibt es aber noch mehr. Da oben ist zum Beispiel noch eine. Ha, voll erwischt. Geil. So hat keiner gehört. Keiner von den fiesen Zombies. Und selbst wenn, ich gehe jetzt sowieso nochmal da hoch und... Oh, einer hat's gehört. Was willst du, Mann? Bam! Hut weggeschossen. Und das Huhn ist voll im Kreis gekommen. Bam! Ich muss Munition sparen, Mann, du Sack! Du hilfst dir dabei nicht. Und tschüss! Und tschüss! Du lebst noch? Was fällt dir ein, noch ein Leben? Oh! Alter, Mann! Ist nichts Persönliches, Kumpel. So. Okay, Messerchen. Zack. Geld. Hier kann man doch bestimmt... Ah, Tür öffnen. Nochmal 1000 Geld. Hör ich da jemanden? Ah! Alter Schwede, Mann. Du hast mich aber gerade erschrocken. Was willst du denn, Mann? So, okay. So. So. Schön in den Kopf rein. Ich shoot him in the head. Und tschüss. Oh! Alter. Okay. Okay, okay. Und Leute, ich bin mir bewusst, es ist nur ein Spiel, ne? Ab 18. Und da ich ja schon 23 bin, darf ich hier machen, was ich will. Ah, ein Spinell. Davon haben wir jetzt auch schon 2. Ah, gut, der hat Heilkraut. Das will ich gleich mal kombinieren. So. Gombi mit dem geilen Pack. Das ist jetzt ein Ampelpack, ja? Obwohl die in ein bisschen falsche Reihenfolge, aber mit diesem Pack können wir uns komplett voll heilen und unsere Energieleiste ein bisschen erweitern. Aber das machen wir erst, wenn ich es wirklich nötig habe. Gut, was ist denn hier oben? Hier oben ist noch so ein Spinner. Hey, du Penner, lass dich nicht stören! Bam! Und zack! Alter Schwede. Boom! Boom! Was? Buste-Bude-Buste! Was hast du gesagt? Wie hast du mich gerade genannt? Du Glatzenkönig? Boom! Headshot! Alter, von den Kopf weggeslashed. So. Was haben wir hier draußen? Hier ist noch ein Schrank. Ah, schöne Püstel-Muni. Muni für meine Püstel. Nee. So. Wir haben noch nicht alle Medaillen. Das ist schlecht. Ich will die aber alle haben. Gehen wir mal hier weiter. Hier müssten wir, glaube ich, richtig lang. Wenn ich mich erinnere. Ah, da oben ist noch eine. Bam. So, 5. 2 Stück fehlen noch. Wo eine ist, weiß ich. Oder müssen wir da lang? Wo müssen wir hin? Werde ich gleich sehen. Ich weiß auf jeden Fall noch, wo eine. Huh, eine Medaille ist. Aber erstmal kurz hier lang. Huh, weil hier haben wir auch noch was Geiles. Hier gibt es sehr viel zu entdecken. Ich kann den scheiß Schrank hier wegschieben. Scheiße, geht gar nicht aus der Perspektive. Ach, so ein Mist. Hui. Kurz gucken. Nee, von da komme ich auch nicht. Verdammt, wie komme ich jetzt da rein? Da ran. Ah, warte mal. Hier ist er schon durchs Fenster jumpen. Hui.
Aber Hühner, aufgeschreckte Hühner. So, komme ich hier nicht irgendwo lang? Nee. Okay, dann gucken wir mal hier. Hallo? Nichts. Aber hier oben ist eine Medaille. Boom! 6 von 7 hier in dem Gebiet. Also, wo ist jetzt die letzte Medaille? Das ist ja jetzt natürlich wieder... Ich weiß auch gar nicht, wo die sein soll. Egal. Auch wenn die Musik hier so schaurig ist, ich glaube, wir haben alle Zombies getötet. Ich glaube, ich weiß es. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher. So. Wo ist denn hier noch eine Medaille gewesen? Hängen die nicht irgendwo hier im Baum oder so? Irgendwo hier? Irgendwo muss die ja sein. Auf der Zelle stand ja, wir brauchen eigentlich bloß 10. Aber ich will natürlich alle haben, ne? So, warum komme ich hier nicht raus? Hier komme ich gar nicht lang. Ich kann ja gar nicht... Kann ich den Schrank kaputt machen? Na, na toll. Nicht wirklich. Hä? Ich kann doch hier irgendwo... Irgendwie rein. Von oben? Von oben. Alles klar, von oben. Von oben! Ha! Wie es immer so ist. Von oben. So, war die Medaille eigentlich hier? An der Decke irgendwo? Da ist sie! Alles klar. Bams! So, die ersten 7 haben wir. Die 8... anderen 8 soll es auf den Friedhof gehen. Ach du Scheiße. So, jetzt sind wir hier, wo ich hin wollte. Bei der Kiste hier. So, dann haben wir nämlich... Oh, einen Bierstein. Bierkrug. Richtiger Humpen, Alter. Richtig zum Saufen. So. Jetzt können wir ja auch wieder raus. So, dann haben wir hier alles, Leute. Alles klärchen, alles klärchen. Ich weiß jetzt echt bloß nicht, ob ich hier lang muss oder nicht. Mal wieder so ein Wegweiser wäre toll. Steht irgendwo ein Schild oder so? Hallo? Okay, gehen wir einfach hier lang. Einfach hier lang gehen. Muss ich hier auch wirklich lang? Ich glaube ja, weil die andere große Tür, die war verschlossen. So, da haben wir denn hier schöne... Diesen Wegweiser habe ich schon mal gesehen. Ja, ich auch. So, was ist denn hier los? Hä? Oh, eine Brücke. Eine Brücke. Was zum... Leute, was soll ich denn? Oh, scheiße. Ich muss sogar Sport machen. Reaktionstest vom Allerfeinsten. Tramp! Boah, shit. Ja, so eine Reaktionseinlagen werden auch öfter kommen. Ihr Säcke, was soll der Scheiß? Seid ihr denn bescheuert? Ja, ich könnte die natürlich auch umbringen, aber was die fallen lassen, würde eh da oben liegen bleiben. Das würde mir nichts bringen. So, wir haben nichts verpasst hier. Gehen wir mal hier einfach weiter. Oh, guck mal. Hier haben wir schöne Sachen. So, ein Spinell. Ja, weißt du nicht, sogar noch irgendwas? Was sind Fledermäuse oder was? Oh. Fledermäuse? Sind das Fledermäuse? Ich knall die einfach mal ab. Die bringen natürlich nichts. Toll. Noch ein Spinell. Fledermäuse. Eieiei. So, wo sind wir denn jetzt? Ach du Scheiße. Immer noch hier so im Dorf, ja. Oh, da steht ja einer. Da steht ja einer. Du Sack. Oh, er kommt auch noch auf mich zu. Ne, wo will er denn hin? Wo will er hin? Oh, scheiße, ich hab was vergessen. Ich glaube... Ja, der Typ da... Der wirft mit Dynamit. Der andere Typ steht jetzt auch da. Er versucht, ihn mal schon hier abzuknallen. Oh, ich erkenne das auch kaum. Oh, mit einem Schuss den Kopf weg. So, den nicht ganz. Ich habe keine... Oh, hier sind überall Bärenfallen. Da muss man aufpassen. Ah! Oh mein Gott. Was war das? Oh, shit. Da! Ah! Alter, die können die geil werfen, ey. Voll fies. Scheiße, nicht erwischt. So, komm, explodier in seine Hand. Explodier in seine Hand. Explodier! Alter, voll weg. So. Okay, Bärenfalle und... guck mal. Ich weiß nicht warum, aber es gibt hier in dem Spiel 3 so eine Spinnen. Eine ist hier, eine war, glaube ich, auch auf der Seite oder auch hier auf dem Boden, aber ich glaube ich... Da ist sie! Da ist sie, die Spinne. Und ich glaube, zu wissen, dass es auch noch eine dritte gab. Irgendwo. Aber ich weiß nicht warum, die kommen auch nie wieder. Einfach so eine Spinne. Eine große Spinne. Eine eklige Spinne. So, ausgelöst. Dann können wir hier flank. So, hier hingen gerade überall wieder so eine Dynamit-Dinger. Da ist jetzt nichts passiert. Oh, die rennen überall auch rein. Oh, shit. Okay, okay. Jetzt muss ich ganz schnell meinen Trank hier benutzen. Mein Obermit-Heilding.
Und ihr habt gesehen, ein Stückchen wurde meine Energie verlängert. Alter, scheiße, Mann. Da ist so ein Typ drin und wirft erstmal mit Dynamit. Ist der bekloppt? Kann ich hier lang? Den schnapp ich mir. Ah. Hat sich jetzt selber umgebracht. Das klang jedenfalls so. Ach, Kumpel, nicht doch. Och, nicht doch. Oh, oh. Bist du bescheuert? Oh. Mein Gott. Okay. Das hat Munition gespart, wie ich finde. Was? Hier sind keine Hinweise. Ach nee. Eine Granate mitnehmen. Haus erstmal eingenommen. Hier sieht so kaputt und runtergekommen aus. Was ist hier los? Ich muss erstmal gucken, wie lange ich überhaupt schon aufnehme. Warte, ich guck mal schnell. Alles klar. Noch gute 10 Minuten haben wir. Ist doch geil. So, okay. Da ist natürlich noch ein Haus. Und wem es aufgefallen ist, in dem Baum hier ist ein Nest. Da haben wir was Schönes drin. Und zwar ein rotes Katzenauge. Das Tolle ist nämlich, also ihr habt ja schon gesehen, ihr habt jetzt schon ein paar Schätze gefunden. Die Halskette und den Bierkumpen da. Und die haben alle was zu bedeuten. Die kann man nicht verkaufen. Und man kann den Wert aber noch, Schüssel und Schätze, den Wert noch erhöhen, wenn ich die jetzt einzeln verkaufen würde. Okay, das ist hier ein Einzelstück. Aber dieses Opal-Ding und dieses Katzenauge lässt sich mit dem Bierkrug kombinieren. So, und damit haben wir jetzt schon. Untersuchen, was haben wir da schon jetzt? Ein Edelstein ist an der Seite eingesetzt. Und da sind noch zwei leere Stellen und die müssen wir natürlich auch noch reinsetzen. Damit wir den vollen Wert dieses geilen Dings hier erhalten. So, ist hier noch irgendwas? Eine Bärenfalle oder so? Oder kriegt gleich wieder ein Dynamit am Kopf geballert? Hier ist noch eine Kiste. Hä? So, ah. Pistolmuni. Schön. Gehen wir weiter. Gehen wir ins Haus rein. So. Oh, na, wieder Zelda hier. Könnt ihr vergessen. Ich latsch die Tür einfach ein, wie ein Mann. So. Was ist hier los? Hallöchen. Hallo. So. Na, wieder ein bisschen Money. Schön. Noch mehr Munition. So, und hier werde ich erstmal kurz speichern. Aber keine Angst, der Part geht noch eine Weile. Der Part geht noch eine Weile. So, auf Platz 11. Natürlich Data überschreiben. Data überwriten. So, gesaved. Okay. Und jetzt gehen wir einfach... Okay. Leute, hört ihr das? Hier poltert irgendwas. Irgendwer oder irgendwas poltert hier. Ich habe schon wieder Angst, aber erstmal muss ich hier durch. Man kann sich hier nämlich nicht ducken. Oh, hier auch noch voll fies, ohne mal so ein Seil rüber gespannt. Dynamit. Oh, ich sehe nichts. So. Okay. Die ganzen Bücher hier alles kaputt, ey. Oh Mann. Heilkraut. Sehr schön. Heilkraut ist sehr, sehr schön. Okay. Schrank schieben. Nicht so, Leon. Mann, nee, du bist da ein Trottel. So. Okay. Was ist jetzt hier los? Alles lauter Schränk. Leute. Da ist irgendwas in dem Schrank drin. Okay. Was ist hier los, Mann? Wer bist du, Mann? Oh, was zum... Hör die Waldfee. Wer bist du denn? Little rough, don't you think? Oh, komm erstmal, ich befreie dich erstmal. Vor den Oberlippenbart abgesäbelt. No. You? Wer ist das? Okay. I have only one very important question. You got a smoke? Got gum. Ich rauche nicht, sorry. Hä? Oh, was sind ihr für Typen? Oh nein! Perfect. Wer ist denn der riesige Typ? The big cheese. Hä? What? Der große Käse? Oh mein Gott! Hi, Großer, alles klar? Fahrt! Na klar! Ende von Kapitel 1. 1. Trefferquote! 91% Trefferquote! Getötete Gegner 33. Was die Zahlen bedeuten sollen? Na, fragt mich doch nicht. So, nur rein statistisch. So, okay, ich hätte gar nicht Speichern brauchen. Wir sind jetzt wieso... Kapitel 1, 1 ist zu Ende. Sehr schön. Was erwartet uns wohl jetzt? Wir sind ohnmächtig geworfen worden. Ja, voll in den Schrank, gegen das Möbeljahr, auf den anderen komischen Typen darauf. Feeble humans. Ey. Let us give you our power. Ey, was soll das?
Soon, you will become unable to resist this intoxicating power. Oh, oh. Hä? Wo bin ich? Wer bin ich? Oh. Na, bin ich nicht alleine. Hey. Hey, Kumpel. Kumpel. Hey, wake up. Yay. Crawl out of one hole and into another. You want to tell me what's going on here? Americano, see? Now what brings a bloke like you to this part of the world? Oh, hey, easy. Whoever you are. Name's Leon. Came here looking for this girl. Seen her? What, are you supposed to be a cop or something? Nah, you don't look the type. Maybe. Okay, let me guess. She's the president's daughter? That's too good for a guess. Want to start explaining? Psychic powers. Na klar. Nah, just kidding with you, amigo. I overheard one of the villagers talking something about the president's daughter in the church. Oh. Alter, der soll die Axt wegpacken. And who might you be? Echt mal, wer bist du eigentlich? Me llamo Luis Serra. I used to be a cop in Madrid. Oh. But now I'm just a good-for-nothing guy who happens to be quite a ladies' man. Why'd you quit? Ja. Pfff, policia. You put your life on the line. Nobody really appreciates you enough for it. Ian Kiefer. Being a hero isn't what it's cracked up to be anymore. Hmm. Used to be a cop myself. Only for a day, though. I thought I was bad. Somehow I managed to get myself involved with the incident in Raccoon City on my first day in the force. That is the incident with the viral outbreak, right? I think I might have seen a sample of the virus in a lab at the department. Huh? Oh my god. Pack die Axt weg, Mann! Pack die scheiß Axt weg! After you. Wow! Oh! Das war cool. Er hat noch nicht genug. Zack! Jawohl! Knacks! Ey, du Frauenheld! Na toll. Frauenheld. Frauen stehen nicht auf lange, fettige Haare. Nur mal so. Hm? Hannigan? Hannigan! It's Leon. Sorry I couldn't get in touch sooner, but I was a bit tied up. You're okay, right? I'm fine. There was a male civilian held captive. According to him, Ashley's in a church somewhere. What happened to him? He managed to escape. Do you have a fix on the location of that church? No. But apparently there's a secret passage in the village that leads there. I'm heading back to the village. Alles klar. Und zwar, das war im Dorf, am Anfangsdorf, wo die Kirche da war, wo die alle reingerannt sind. Da müssen wir jetzt hin. Bloß kommen wir noch nicht so wirklich dahin, weil wir halt, ja, kein Geld haben. So. Na, was heißt kein Geld haben? Wir haben nicht wirklich den Schlüssel dafür. Aber mal gucken. So, jetzt geht's hier erstmal weiter. Over here, stranger. Alter, wer ist das denn? Alter, das ist ein ziemlich cooler Typ, ihr werdet schon sehen. So, oh! Sturmgewehrmunition. Oder wie ich es immer gerne nenne, Scharfschützenmuni. So, was ist hier los? Hallöchen? Okay. Hallo? Wo sind wir hier? Leute, gleich wird ziemlich geil. Ziemlich spannend, aber das machen wir wohl erst im nächsten Part. Ich stelle euch nur schon mal diesen Typen von eben vor. Wo ist der denn? Wo? Hallöchen? Got something that might interest you. Hey, das ist mein Freund. Ich habe gute Ware zu verkaufen. So, weiß nicht, ob du es gemerkt hast, Fremde, aber im Dorf hängen blaue Medaillen. Komm zurück, wenn du 10 oder mehr getroffen hast. Ich habe eine Spezialpistole, die du ausprobieren solltest. So, okay, ja, ich werde erstmal gucken, was ich mir kaufen kann. Die Schatzkarte. Karte, dass der wertvolle Schätze im Dorf verzeichnet sind. Akten, wie viel habe ich? Ich habe so wenig Geld, ey. Mann, das ist schlecht. Ich werde mir erstmal den Aktenkoffer kaufen, den größeren. Zack, mehr Platz. Und die Schatzkarte vom Dorf. Ja, warum nicht? So, dann kann ich mir ein Gewehr habe ich, Pistole habe ich.
Das Sturmgewehr. Eine Typewriter oder wie eine Maschinenpistole. Zielfernrohr für Sturmgewehr. Erste-Hilfe-Spray. Wartet mal, ich kann den aber. Tune kann ich auch schon. Ich verkaufe den erstmal was. Und zwar, diese Spinell-Dinger, die haben keinen besonderen Nutzen, die kann man echt nur verkaufen. Die findet man ganz oft. So, verkaufe ich erstmal dem das. Den Perlenanhänger kann ich ihm verkaufen. 17.000 gleich. Buy it at a high price. Ja. So, und das hier verkaufe ich ihm noch nicht, weil das, den Wert kann ich noch steigern. So, alles klar. Da gucke ich mal, was ich jetzt tun kann. Meine Pistole. Also teuer, ey. Feuergeschwindigkeit, Feuerkraft. Ich habe irgendwie das Bedürfnis, meine Pistole erst später zu tunen, weil ich weiß von der Spezialpistole, die ich von dem Typen da bekomme, wenn ich 10 Medaillen habe. Und dann würde ich eher die tunen, weil die ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Tune ich mein Gewehr? Oh, ist das alles teuer, ey, das hier zu tunen. Kapazität auf 8 erhöhen, Feuerkraft ist jetzt wieder eine schwere Entscheidung. Sturmgewehr habe ich noch gar nicht. Kann ich mir das eigentlich jetzt kaufen? Habe ich genug Geld? Ey, ich kann mir Sturmgewehr kaufen. Okay. Gleich mal. Oh, muss ich erstmal gucken. Ja, passt hier rein. Zack, mit 5 Munition, 10 Muni, genau gesagt. So. Thank you. Gut, habe ich das gekauft. What are you buying? Tune, gibt mir irgendwas zu tunen? Tune ich das Sturmgewehr gleich mal? Feuerkraft, die ist schon so stark, ja. Kapazität erhöhen. Is that all, stranger? Ach nee, Mann, scheiße. Ja, ach, Leute, wir werden doch dazu kommen, dass ich irgendwann noch mehr tunen kann. Ich weiß bloß nicht, was ich tunen soll zuerst. Mann, also schwere Entscheidung. Die Pistole, ja. Nee, ich tune erst die Spezialpistole. Frag mich nicht, wieso. Gut, dann erhöhen wir mal die Feuerkraft von dem Sturmgewehr. Geht nicht. Ladegeschwindigkeit. Mann, denn halt. Ja, Sturmgewehr, komm. Is that all, stranger? Ja, komm, hau raus. Thank you. Ja, bitteschön. Keine Angst, wir werden noch sehr viel Geld und sowas alles finden und deswegen muss ich mir da nicht so eine Sorgen machen. Ihr euch auch nicht. Ich schaff das schon. So, haben wir noch hier was Geiles. So, ein bisschen Geld noch. Ah, schön. Dum-di-dum-di-dum. Ey, meine Jacke ist weg. Wer hat meine Jacke geklaut? Ey, meine geile Lederjacke haben sie mir gezockt. So eine Scheiße. Das ist okay. Ich komme schon zurecht ohne Lederjacke. So, ich gucke mich noch ganz schnell hier ums Haus rum. Ums Haus rum. Und dann geht's nämlich in das Gebiet da. Das wird schon sehr übel. So, ist hier irgendwas? Nee. Okay, gut. Jetzt nichts weiter. Freunde, dann beende ich den Part heute hier. Ich gehe schnell speichern. Oder ist hier noch irgendwas? Kann ich hier irgendwo noch raus? Nee, bin einfach hier in so einem Café drinne. Gut, dann speichere ich, Leute, wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Im nächsten Part geht's nochmal richtig Rambazamba mit Zombie-Horden vom Allerfeinsten. Das müsst ihr euch unbedingt anschauen. Also dann. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.